Melissa hat kein Schärfegefühl. Melissa ballert rein. Hi und willkommen bei MTamTam. Das ist Melissa und ich bin Nico. Wir machen heute einen absoluten Klassiker und zwar einen Tomatensalat. Super günstig, super schnell, aber mit einem kleinen Twist. Los geht's. Melissa, du bist doch Tomatensalat-Queen. Ja. Wie fangen wir denn an? Wir machen jetzt erstmal ein geiles Kräuteröl. Dafür schnippe ich jetzt erstmal Knoblauch klein und die Kräuter hier. Und dann wird das in einem Topf erhitzt, aber nicht frittiert. Also macht das Öl nicht zu heiß. Was? Nicht frittiert. Ein Video mit dir ohne Frittier. Ohne Frittier, kann man nicht glauben. Und ja, magst du schon mal? Ich mach die Tomaten, obviously. Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist es denn so günstig? Ihr könnt von Juli bis September in Deutschland regionale Tomaten kaufen und dann sind die nicht so teuer. Mmh. Oder? Schmecken gut. Das stimmt. Das ist wie so Erdbeeren, finde ich. Wenn die von hier kommen, beste. Season halt. Season. Was darf denn bei dir einen guten Tomatensalat nie fehlen? Du machst ihn ja gefühlt jeden Tag. Das ist mein von einem langen Arbeitstag nach Hause kommen Komfortgericht. Ich finde tatsächlich ein bisschen langweiliger. Bei mir ist es echt nur Zwiebeln, Tomaten, Salz, Pfeffer, Öl. Ich finde auch einfach, es war mal auch einfach lecker. Ja, und ich habe auch manchmal einfach nicht so doll Bock zu kochen. So, das stimmt. Ich sag, wie es ist. Deswegen diese schnellen Rezepte auch mal nett. Hast du gewusst, dass Tomaten auch gut gegen Sonnenbrände sind? Also vorbeugend? Vorbeugend? Ich wusste es auch nicht. Wenn du mehr Tomaten isst, dann ist irgendwas in deinem keine Ahnung, wie das alles heißt. Dann ist irgendwas in deinem Körper drin, was gut gegen Sonnenbrand ist. Oh wow. Vielleicht bekomme ich deswegen nie Sonnenbrand. Das kann wirklich sein. Eigentlich, botanisch gesehen, machen wir ja gerade einen Bärensalat. Ich hasse das, wenn Leute auch immer sagen, Erdbeeren sind Nüsse. Ich hier gerade eine Frucht baue, eine Acai-Bowl ist das eigentlich hier. Hm, ja. So, der Knoblauch geht schon mal rein. Chili schmeißen wir auch noch dazu. Falls ihr nicht wisst, ob ein Chili scharf ist oder nicht, einfach dran riechen. Und wenn es in der Nase schon so, naja, sich scharf anfühlt, ist sie vermutlich auch sehr scharf. Aber lass nicht Melissa dran riechen, weil Melissa hat kein Schärfegefühl. Melissa ballert rein. Lass mich dran riechen. Ich muss gerade an unser Chiliöl denken, als wir bei Leos Nudelhaus waren. Das hat auch so angefangen mit dem Brutzel und ich fand das so toll. Und wir haben es immer noch hier, ne? Ist lustig. Ja. Ja. Ich mach jetzt weiter. Oh, wie schön das aussieht. Wie so Mütter mit ihren Babys. Ich habe hier übrigens Aprikosen, die kommen auch noch dazu. So, dazu noch eine Nektarine. Wenn du so auf Tomatensalat machst, was ist denn da dein Topping, dein Adding? Was passt denn dazu für dich? Das ist eigentlich das Topping und es kommt eigentlich immer auf Knoblauchbrot. Verstehe, okay. Haben wir hier auch schon mehrere Variationen von gemacht. Das geht immer. Knoblauchbrot geht einfach immer. Das stimmt. Bei mir übrigens auch. Danke für die Nachfrage, Melissa. Knobi-Brot immer gut. Oder? Ja. Geht immer. Wir haben jetzt hier noch Bohnen. Die gießen wir mal ab. Ja, wird eine volle Sache hier auf jeden Fall. Oh ja, wenn ich jetzt noch mit den Bohnen komme. Ich mach mal Zwiebelringe, ja? Ja, also den Farbdiversitätspreis gewinnt der Salat nicht. Aber er wird sehr lecker. Ja, da fehlen noch so Kräuter oder so. Aber haben wir ja noch am Schluss dann gleich. Ja, ja. Aber das Grüne fehlt ja auf jeden Fall noch. Ihr seht schon, der Knoblauch und auch das Chili ist so ein bisschen angebräunt. Das müsst ihr übrigens dann nicht wegwerfen. Das kann dann immer noch aufs Brot oder so zum Snacken. Ihr hackt das klein, ihr könnt das unter Nüsse mischen. Also keep it. Ich will sehen, wie du dann später in so eine Zehe reinbeißt, einfach so zum Snacken. Ja. Aber wenn der crunchy ist, geil. Hm, okay. Leute, ich stelle mich ja gerade ein bisschen dumm an. Ich hätte sie einfach anders aufschneiden sollen. Ich dachte, die Hälfte ist lustig. Aber ich hätte einfach die Spitze abschneiden sollen, einfach da so durchmachen sollen. Ihr lernt ja immer mit uns mit. So, mein Eierfail zum Beispiel. Mehrmals. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen richtig riesen Fail, aber ich kippe halt ständig irgendwas um oder aus und Stärke und ich, keine Ahnung, das ist wie so ein Fluch. Ich glaube, ich brauche so einen Stärke-Exorzismus. Meinst du, es ist Stärke oder Stärke? Nee, Stärke, Kartoffelstärke, Maisstärke, weil egal wie viel Mühe ich mir gebe, nichts dreckig zu machen, das explodiert immer. Aber das ist normal, oder, finde ich? Bei Stärke sowieso, Backpulver auch, finde ich. Ja. So, jetzt geht's ans Würzen. Ich packe ein bisschen Honig rein und Salz und Pfeffer überlasse ich dir. Bevor sich hier jemand beschwert.
Ich finde so Honig immer richtig satisfying. Mhm. Gute Viskosität. So. So, jetzt kippen wir das heiße Öl da einfach drüber. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Kräuter. Ach, geil. Rosmarin ist einfach geil. Ich habe lustigerweise gerade ein Deo, das nach Rosmarin riecht. Und ich bin immer so, ich bin ein Hühnchen. Ich bin ein Hühnchen. Wer möchte an mir knabbern? Ja. Ich glaube, Rosmarin ist auch echt eines meiner Lieblingskräuter, muss ich sagen. Mhm. Das finde ich auch. Auch zu Kartoffeln? Ja. Immer gut. Eigentlich zu allem. Irgendwie. Also ich finde, ja. Rosmarin schmeckt nirgends falsch. Dann rühren wir mal um. Wir probieren es. Wie lange lässt eine Tomaten-Queen so Tomatensalat ziehen? Ich würde schon so sagen, 1-2 Stunden, damit das Öl richtig schön da reingehen kann. Mhm. Okay. Aber ich meine, wenn ihr ungeduldig seid, es geht auch ohne ziehen, aber es wäre besser mit. Ich finde auch so Salate, wenn du sie sofort isst, sind sie geil und am nächsten Tag sind sie noch besser. Das liebe Echt? Ich ja immer sehr, ja. Gut, Tomatensalat nicht, finde ich, ja. Aber so allgemein Nudelsalat oder so, ja, am nächsten total. Tag. Gibt einfach Gerichte, die sind am nächsten Tag einfach besser. Ja, Eintopf auch. Auch Chilis. Ja. Ja, nice. Okay, wollen wir probieren? Ja. Ich verteile dich ja mal brav. Nochmal gut durch. Ich sehe schon, wie jetzt alles rausfällt hier, ich merke das. Es gibt ja leider noch keinen Geruchs-YouTube, ja. Aber es riecht so geil, weil du hast so ein bisschen diese... Du hast so ein bisschen diese... Frische vom Salat. Weil du hast so ein bisschen diese Frische vom Salat, aber gleichzeitig riecht es so krass nach den ganzen Kräutern und dem Knoblauch in dem Öl. So. Okay. Okay, let's go. Ready? Ja. Mhm. Oh ja, jetzt kommt der Rosmarin. Doch, sehr lecker finde ich, geile Konsistenz. Oder? Mhm. Auch so ein bisschen diese Kräuter-Knoblauch-Komponente da drin. Mhm. Ich glaube, den kann man auch sehr gut zum Grillen mitbringen, ja, aber sowieso. Geht auch abends, kannst du auch mal hier ein bisschen Meal Prep machen, 2 Tage hält er sich bestimmt. Ja, voll. Ja. Doch, sehr lecker. Unbedingt nachmachen. Ja, günstig war es auch noch. So, gut. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Daumen nach oben nicht vergessen. Bis dann. Bye. Tschüss.